Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute sagen wir herzlich willkommen zur großen Luno Magic Show. Und hier kommt die Dame, die sie durch den Abend führen wird. Hier ist Lulu! So, und jetzt, heute gibt es eine Zaubershow. Denn viele von euch haben es bestimmt gesehen, Lulu hat zum Geburtstag einen Zauberkasten von den Ehrlichbrothers bekommen. Sie hat fleißig geübt und einige von ihren großartigen Tricks wird sie heute präsentieren vor Oma und Opa, die als Publikum da sind. So, auf geht's! Wenn ihr Zauberkünste mögt, dann jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Däumchen nach oben geben, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann geht es los, los mit der großen Lulu Zaubershow. Wir starten mit dem ersten Trick. Lulus Zauber. Lulu, sie sieht halt jetzt die Zauberbox. Ist noch nichts drin. Machen wir jetzt Zaubersalz da rein. Und jetzt Hokus Pokus Fidibus. Auf einmal sind es. Was hast du reingezaubert? Kinder-Mini. Kinder Bueno? Kinder-Mini-Country. Kannst du die auch wieder verschwinden lassen? Oh! Das gibt's doch gar nicht. Super! Das war der erste Trick. Trick Nummer zwei. Mit dem zweiten Trick brauche ich Leon. Dann geh mal hin. Schönen Applaus für Leon! Woo! Du bist ja größer als ich, ne? Du bist ja Junge aus dem Publikum. Du, ne? Bist nämlich jetzt größer als ich. Zeig das mal. Leon ist größer als ich. Zeig das mal. So. Ja. Leon ist größer. Aber ne? Ich will auch größer sein als du. Deswegen, nimm mal deine Karte. Warte. Deswegen ist jetzt Blau größer. Klasse! Das war der zweite Trick von Lulu. Super! Der gute Thomas. Jetzt kommt der gute Thomas. Da ist die nächste. Da ist noch eine. Sieht das mal ich. Und eine noch für Lulu, hier. Da ist noch ein Licht, da. Seht ihr, wieder hier. Komm. Nimm noch schnell. Und noch ein Licht. Und das letzte Licht, das kommt in die Tasche. Super! Der nächste Trick. Hier seht ihr ja stinknormale Karten. So, jetzt nehmen wir Asch. Ja, jetzt seht ihr sie. Durchbohrt. Und jetzt? Zusammen. Super. Wie geht das denn? Ja. So. Mein Assistent ist heute Opa. Schönen Applaus für Opa. Aber Opa kann da sitzen bleiben, das ganze Wunder machen. Ja. Opa, jetzt nimm mal irgendwas, aber runternehmen. Abheben. Jetzt zieh mal die unterste Karte. Die unterste? Und hier ist mein Licht. Von dem. Mhm. Aber nicht zeigen, ne? Einfach nur daneben legen. Nicht zeigen. Ist das hier unten? Noch einen, ne? So, jetzt gerne sie ab. Ja. Und? Was steht da? Ein Herz und ein J. J steht für? Ist ja Bube, ne? Ja. Guck mal, welche Karte es ist. Manche sagen Junge, manche Bube. Welche das gibt's doch nicht. Klasse. Aha. Wahnsinn! So, wie ihr seht, haben wir hier
Ein Becher, den dürft ihr noch nicht untersuchen. Normales Kartenspiel. Normales Kartenspiel, aber die Münze dürft ihr alle mal untersuchen. Genau. Wir fangen mit Opa an. Ja. Untersuchst du mal. Ja, 10 Cent, ne? Ja, jetzt gibt Leon weiter. Den will ich auch. Und ja, auch 10 Cent. Ist echt. Die ist echt. Mhm. War die beim Zauberpark? Nein, das ist normale 10 Cent. Okay, dann legen wir sie da drauf. Und jetzt passiert ein Wunder. Papa lässt sie in den Becher verschwinden, in den Becher rein schwinden lassen. Durch die Karten hindurch und dann in den Becher. Ja, das darfst du doch nicht verraten, was passiert. Muss doch, das müssen sie doch sehen. Also, jetzt ganz genau aufpassen. 1, 2, 3. Oh, hey, das gibt's ja wohl nicht. Ich kann so noch mal reinschmeißen. Mhm. Entschuldigung. Ganz normaler Becher, ne? Ja. Und dürfen wir die Karten auch untersuchen? Nö. Leon, weitergehen. Ich schenke mal das Kartenspiel. Schenken wir mal das Kartenspiel. Leon, guck. Hast du nicht verstanden, ne? Nee, kein Loch drin. Kein doppelter Boden. Ja. Zauberei. Na gut, ne? Mhm. Sehr gut. Guck dir jetzt 10 Sekunden genau drauf. Drauf. In der Mitte ist ein schwarzer Punkt. Genau auf den schwarzen Punkt gucken. Habt ihr da irgendwas gesehen? Die Wolken gehen weg. Die bewegen sich. Die bewegen sich. Schau mal. Habt ihr das jetzt gesehen? Ja. Ja. Die bewegen sich. Ja. Eine optische Illusion. Hey. Ein Trick? Du mal gerade den Zauberkasten hier zeigen. Das ist der nämlich. Wir machen eine Zugabe noch. Komm. Wir machen eine Zugabe. Wie ne? Du den? Wir haben hier das Kartenspiel. Ne? Wir zaubern jetzt was her. 1, 2, 3. Was? Was ist das denn? Schon wieder die Münze. Ich weiß, eine reicht ja wohl. Nee, ich weiß, wie das funktioniert. Hm? Wie denn? Man macht die Münzen still in die Karten. Dann probier aus. Ha? Hast du recht? Was? Ja, da vorher eine Hand gehabt. Ja, hab ich ja nicht. Papa, mach das nochmal. So, da sind sie Papa, wieder. Papa, zeig als erst deine Hände. Wir dürfen die Karten aber nicht in der Hand nehmen. Wieso? Okay. Was willst du denn jetzt? Das darf man bei den Ehrlich-Brasas auch nicht. Das sind ganz normale Karten. Oh, die waren schon in der Talkshow, da durften die Leute. Ja, aber es ist doch ein normales Kartenspiel. Ja, normal, so, normal. Siehst du doch, es ist auch nichts drin. Mama, warte. Das ist drin. Mach mal Hokuspokus, Fidibus. Hokus? Pokus. Hokus? Pokus. Fidibus. Ich kann das auch. So, wir bedanken uns bei Lulu Magic. Wo kommt der wohl her? Sehr gut. Was soll der Hase? Sein Hund. Ja. War auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das, und für euch zeigen wir die Tricks noch einmal jetzt in Nahaufnahme. Könnt ihr sie noch mal sehen. Ja. So, Lulu wollte ihre kleine Zaubershow euch zeigen. Hoffen wir, das hat euch gefallen. Und wir üben natürlich fleißig weiter. Lulu fängt ja gerade erst an, wenn nicht jeder Trick so hundertprozentig gleich war. Der ist aber auch gut. Ja, der ist für euch jetzt nochmal, könnt ihr gucken. Alle hier mit dem Auge auf den schwarzen Punkt. Gucken, 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 gucken. Und jetzt seht ihr es. In dem Sinne, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button.
Tschüss.